Jo Leute, da wäre ich wieder zur nächsten Folge Clash Royale und hier heißt natürlich Slash Royale. Ich gucke gleich mal oder ja, hier steht es auch nochmal. Super Angebote, na gut, das brauche ich nicht. Ich dachte, da geht es um irgendeine Challenge oder so, eine ganz normale, aber wenn es hier wieder nur um irgendwelches Geld geht, was die von mir aus der Tasche haben wollen, dann lieber mal nicht, ne? Und ja, wir gucken mal hier, was gibt's denn da in den Decks noch für eine Neuigkeit? 50%. Ja, was weiß ich, ne? Also jetzt ist es auch nicht so wild. Okay. Packen wir mal das aus, ganz kurz. Dann das nächste öffnen und kämpfen. Ja, ich gehe immer zu spät oder ich merke immer zu spät, dass es ja noch den anderen Tab gibt und guckt da gar nicht mehr rein, aber naja, egal. Ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Und dann schauen wir mal. So. Machen wir das mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht. Jetzt habe ich wieder irgendwie Scheiße entschieden. Oh Mann, so ein Müll. Soll ich hier. Warte mal, gibt's hier. Ah ja, mit der Position treffe ich beide. Oh ja, weil ich jetzt wieder zu lange überlegt habe für den Scheiß, kriege ich das andere wieder nicht hin. So, egal, Skelettarmee regelt hoffentlich. Okay. Ja, der Mini-Packer, der macht den aber platt. Oh nee, Alter. Hey, was ist denn das? Junge, ich komme wieder überhaupt nicht ran. Ja. So ein Trick. So. Ja gut, den haben wir noch hingekriegt. Bevor er seine Axt auswirft, weil die ja auch immer zweimal trifft. Also einmal beim Hin- und einmal beim Zurückfliegen. Total nervig. Ja. Okay. Mit welcher Karte gehen wir jetzt rein? Ich weiß es noch nicht. Ich denke mal mit dem. Jetzt setzen wir den mal auf der richtigen Seite. Da kann er den verteidigen. Okay. Jetzt bräuchte ich eigentlich viel, viel eher mal die Lakaienhorde. Der hätte ich den komischen Tesla-Turm, ne, wie heißt der jetzt? Inferno-Turm, hätte ich da direkt besiegen können. So, das war aber jetzt gut, dass der schon so geschwächt war und so. Und ich jetzt hier mit dem Mega-Ritter zumindest noch ein bisschen was machen konnte. Na, der ist mir zu schnell hier, merke ich gerade. Dann doch lieber mal den Packer noch nehmen. Beziehungsweise Mini-Packer. Darf man ja auch nicht verwechseln. So, gehen wir mal da ran. Ne? Warum nicht? So. Na, soll ich den jetzt hier noch. Ich weiß ja nicht, ob der hier seine Axt zuerst auswirft. Ah ne, alles gut. Ja, okay. Dann packen wir den. Och nein, das war jetzt wieder dumm. Ey, so ein Scheiß. Ne? So, na doch. Okay, es ging noch. Da haben wir zumindest den Inferno-Turm überlebt, das ist erstmal das Wichtigste, finde ich. Auch wenn die natürlich jetzt noch Schaden angerichtet haben. Aber egal. So, der kann uns nicht viel. Ich würde sagen, dann jetzt Mini-Packer gegen Packer. Ja, ist eigentlich auch ein sinnloser Kampf, ehrlich gesagt, aber was willst du machen? Hä, wie schnell der weg war? Ein bisschen länger hätte ich schon mehr erhofft noch. So. Vor allem Pekka, ne? Der ist ja auch eigentlich nur Epic, also nur. Und das Ding ist, dass der Mega-Ritter zum Beispiel gar nicht so stark gegen den ist. Ne? Obwohl, jetzt hat er den auch gekriegt. Also er ist jetzt auch nicht unbesiegbar. Okay, aber trotzdem ist halt Pekka immer ziemlich krass, finde ich. Also vielleicht sollte ich den auch mal wieder nehmen. Ja, ich weiß jetzt hier nicht, was ich besser nehmen soll, ne? Deswegen habe ich jetzt das so gemacht. Ich hatte jetzt nicht so wirklich eine gute Wahl. Na, jetzt hier ist auch nur Wahl zwischen Pest und Cholera oder so. Nehmen wir mal das. Aha, ja. Naja. Passt doch. Dann nehmen wir nochmal die Spezialattacke von dem mit. Dann hier drüben das. Ja, ist doch heute hier. Einigermaßen irgendwie kann ich zumindest Spielzüge vornehmen. Das ist doch schon mal was Schönes. Ah, die Axt kommt immer gefährlich nah an den Turm, ne? Ich kann das immer gar nicht sehen. Ohne Witz. Alter, aber wie lange der Kampf heute schon wieder geht, das ist doch schon Wahnsinn einfach nur. So. Nehmen wir mal hier das Kampfholz. Ich meine, ja, hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber warum nicht? So, jetzt hat er wieder die gleiche Vierer-Kombo wie vorhin.
Ich hoffe mal, dass ich jetzt mit der Lakaienhorde da ein bisschen was machen kann. Nee, konnte ich nicht. Wegen dem scheiß Axtschwinger, ja. Junge, er mit seinen Pekkas, Alter, was will er denn? Das gibt's doch nicht. Da hast du ja gar keine Chance. So, jetzt geht er zumindest da drauf. Oh, zum Glück hält er ein paar Hits zumindest aus. Oh nein, jetzt hat er noch einen gekriegt am Turm. Oh, ey, so ein Dreck. Ja. Wow. Oh, zum Glück ging die Axt nicht in eine Richtung, wo alle Skelette tot sind. Und Alter, ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie mein rechter Turm hier runter geht. So ein Scheiß, ey. Ja, jetzt habe ich auch keine Chance mehr, weil jetzt gleich das runtergescored wird. Geil, ey. So ein Müll, ne? Ach, das ist doch ein Dreck. Ganz ehrlich, ne? Ich weiß auch nicht. Was soll ich davon halten? Jetzt hätte es Elfmeterschießen geben müssen, ja, was ich schon mal angesprochen hatte. Aber gibt's natürlich wieder nicht. Alter, ich kann eigentlich jetzt die Folge beenden, oder? Soll ich jetzt noch einen Kampf machen? Jetzt, wo wir doch so spät verloren haben. Oh. Aber jetzt haben wir echt sehr spät verloren, so. Das war echt bitter. Also, nach so einem langen Kampf will man ja dann doch mal gewinnen. Wäre schon schön. Alter, und irgendwie vermisse ich gerade meine Zeiten, wo ich früher mal Clash Royale gelivestreamt habe. Das war irgendwie noch cool. Hätte ich echt mal wieder gerne, weil so ein Stream, da hat man ja noch mal einen ganz anderen Bezug zum Spiel, sag ich mal, weil man sich dann viel mehr damit befasst noch mal. Meistens streamt man ja ein bisschen länger und so, ne? Da kann man irgendwie gechillter rangehen als in so einer Folge. Natürlich kann ich auch so eine Folge entspannt aufnehmen, aber trotzdem, so ein Stream ist noch mal was ganz anderes, deswegen überlege ich, die mal wieder zu bringen, die Streams. Aber ich weiß gar nicht wann, ne? Ich wollte ja eigentlich auch mal wieder League of Legends streamen. Ist aber auch immer so eine Sache. Also es gestaltet sich schwierig. Obwohl jetzt so ab Oktober habe ich immer Bock auf League of Legends dann wieder, ne? Vorher ja nicht so. Aber vor allem dann auch Dezember. Es hat sich ja in den letzten Jahren so etabliert, dass man da immer mal das Spiel spielt, ne? Also ich denke mal, das werde ich dann mal wieder demnächst bringen. Letztes Jahr ist das auch ein bisschen dünner ausgefallen, da habe ich nur zwei League of Legends Streams gemacht und die waren irgendwie auch fail teilweise. Und dieses Jahr würde ich dann ja vielleicht mal etwas mehr das spielen. Muss ich mal gucken. So. Okay. Ja, wir gehen jetzt mal über die Seite hier rein. Vielleicht können wir noch was schaffen. Wir dürfen jetzt nicht zu pessimistisch denken. Ach, ey, jetzt kommt er mit seinem Scheißvieh. Junge, ne? Bis ich den wieder down hab, da vergehen Jahre. Gell? Das ist einfach nur Scheiße. Ja, moin, Junge, ich kann ihn nicht mehr abwehren. Grad so krieg ich das hin. Diese Scheiß-Pekkas, Alter, die versauen einem alles. Ja, die sind doch jetzt wieder übelst im Trend, wie das aussieht. So, Tunnelgräber. Naja. Wir bräuchten jetzt nochmal so einen richtigen Burner, der so richtig einschlägt, ne? So richtig krass. Und mal alles in den Schatten stellt, was bisher je da gewesen ist. Ja, wow, das hat alles in den Schatten gestellt, dieses Scheißding, Alter. Komm. Das kannst du doch vergessen, also wirklich, ich krieg die Krise mit dem Spiel. Ey, vorhin so knapp verloren, ja. So unnötig, weil ich da nicht auf die Seite geachtet habe, bin jetzt so dumm verloren hier. Ey, ne? Aber vorhin hätte ich echt gewinnen können, weil eigentlich hatte ich während des Spiels so die besseren Moves gemacht. Finde ich. Also, es sah ja auch nicht schlecht aus. Ne? Ich meine, ich konnte sehr gut verteidigen die ganze Zeit an sich. Konnte auch ganz gut angreifen. Es war jetzt sehr ausgeglichen insgesamt. Und bei dem ersten Kampf ärgere ich mich jetzt echt mehr, dass ich den verloren habe. Der zweite war jetzt so, ist halt immer so abfuck, ne? Sowas hast du immer mal dabei. Aber bei dem ersten, das war wirklich dumm. Ja. Okay, dann ja, bin ich jetzt mal raus und ciao.